Hallo, in diesem Video möchte ich zeigen, wie gelöschte Dateien, in diesem Fall JPEG-Dateien, wiederhergestellt werden können. Auf meinem 15 MB USB-Stick existiert ein FAT32 VFAT-Dateisystem 0C und wie man sieht, habe ich dort zwei Bilddateien. Wenn ich jetzt die Bilddateien aus Versehen lösche und ich merke das sofort, kann man die Dateien sehr schnell wiederherstellen, indem man den Papierkorb bzw. Mülleimer öffnet, die Dateien anklickt, markiert und wiederherstellt. Denn normalerweise, wenn die Funktion nicht gerade irgendwie deaktiviert wurde, werden alle gelöschten Dateien vorerst in ein Verzeichnis namens .trash geschoben. Das heißt, das Verzeichnis ist versteckt und kann sichtbar gemacht werden mit Ansicht verborgene Dateien anzeigen. Löscht man die Dateien und leert den Papierkorb. Müll leeren und merkt dann erst, dass man die Dateien ja eigentlich noch brauchen könnte. So sind zusätzliche Tools, die einem helfen, notwendig. Dazu möchte ich die Programme PhotoRC und RecoverJPEG vorstellen. Bei Ubuntu müssen die Tools nachinstalliert werden, da sie nicht zum Standard gehören. Entweder nutzt man Synaptic unter Systemverwaltung oder klickt auf Anwendungen. Ubuntu Software Center oder führt im Terminal den Befehl sudo Leerzeichen apt-get Leerzeichen install Leerzeichen recover JPEG Leerzeichen test disk aus. PhotoRC gehört zum Paket Testdisk, deswegen Testdisk. Okay. Als erstes erstelle ich ein Abbild, ein Image von dem USB-Stick. Ich kopiere jedes Bit und schreibe alle Daten in eine neue Datei. Vorher muss ich noch die Device-Datei des USB-Sticks herausbekommen per sudo Leerzeichen Disk Leerzeichen minus L. Das wäre mein USB-Stick, beziehungsweise das kriege ich auch heraus mit System, Systemverwaltung, Systemüberwachung. Das ist der USB-Stick. Okay, dann kann es losgehen. Ich gehe vorher ins Verzeichnis Desktop. Jetzt nutze ich den Befehl sudo Leerzeichen dd Leerzeichen if ist gleich Schrägstrich def. Jetzt kommt die Device-Datei vom USB-Stick sdc. Leerzeichen off ist gleich Schrägstrich. Jetzt kommt die Image-Datei, Punkt, Schrägstrich, die nenne ich jetzt mal USB, Punkt, IMG, Leerzeichen BS gleich 8192. Das tue ich, um die Kopie zu erstellen. Ein anderes denkbares Tool dafür wäre DD-Rescue, DD-Rescue. ls Leerzeichen minus lh Leerzeichen USB.img. Das heißt, die Datei ist 15 MB groß, wie es auch sein sollte. Die Datei gehört aber noch root. Das möchte ich ändern. Das ändere ich mit sudo Leerzeichen chown Leerzeichen
Jetzt kommt der neue Besitzer, der Benutzername, Leerzeichen und der Name der Datei usb.img. Jetzt gehört die Datei dem angegebenen Benutzer. Foto REC Leerzeichen USB.img versucht nun alle gelöschten Dateien wiederherzustellen. Ja, ja, ja. Und zwar sollen die. Okay. Richtiges Verzeichnis. Und die Dateien wurden wiederhergestellt. Jetzt beende ich noch das Programm. Jo. Und da sind die beiden Dateien. Das funktioniert also mit Recover. JPEG Leerzeichen USB.img. Sollte das auch funktionieren? Ja, funktioniert auch. Super. Wobei PhotoRC mehrere Dateientypen kennt und Recover JPEG, wie der Name schon sagt, nur speziell für JPEG-Dateien gedacht ist. Das Wiederherstellen ist nur dann so einfach möglich, wenn seit dem Löschen keine neuen Daten auf dem USB-Stick geschrieben wurden. Denn beim Löschen werden für gewöhnlich nicht die eigentlichen Daten einer Datei gelöscht, sondern gewissermaßen wird nur der Dateiname aus dem Inhaltsverzeichnis gelöscht. Ciao und viel Glück!